Als nächstes geht es um das passende Schweißgerät. In dem Fall schweißen wir heute mit einer Tetrix 230 XQ. WIG DC heißt WIG Gleichstromschweißen. Das kann eigentlich so gut wie jedes WIG Schweißgerät bzw. jedes WIG AC und DC Schweißgerät. Das heißt, auch wenn ihr ein Wechselstromschweißgerät vielleicht schon zu Hause habt, könnt ihr damit eigentlich immer auch Edelstahl schweißen. Natürlich müsst ihr nicht immer eine Tetrix 230 haben, sondern könnt auch im Vergleich zum Beispiel unsere kleinere Tetrix 200 oder eine Picotic 200 für den Anfang nutzen. Auch bei WIG-Schweißgeräten gibt es einen großen Unterschied bzw. Unterschiede in verschiedenen Funktionen. Alle Geräte, die ihr bei EWM kauft, haben zum Beispiel die Pultfunktion. Mit Pultfunktion könnt ihr zum Beispiel Bauteile nur verlaufen lassen mit einer schönen Schuppung. Als nächstes geht es zu den Einstellungen von unserem Schweißgerät. Beim Schweißen von Edelstahl würde ich, wie zum Beispiel auch beim Schweißen von normalem Stahl, empfehlen, immer mit einem kleinen Startstrom zu schweißen, damit die Wolfram-Elektrode am Anfang und das Material nicht zu stark belastet wird mit zu viel Energie. Wenn euer Gerät das kann, ein Zwischenabsenken, damit ihr euch vielleicht während des Schweißens neu positionieren könnt. Da wähle ich in den meisten Fällen immer 50% von unserem Schweißstrom. Und ganz wichtig ist die Downslope-Zeit, das heißt die Zeit vom hohen Strom zum niedrigen Strom runterfahren und der Endstrom. Das hat damit was zu tun, weil wenn ich den Lichtbogen schlagartig ausmache, bekommt man am Ende immer einen Krater, das heißt so einen kleinen Lunker, wo sich das Material nach innen einzieht. Und das bekomme ich nicht richtig sauber und wenn das Material dann draußen liegt, können an der Stelle Rostflecken entstehen. Um dem Ganzen noch entgegenzuwirken, kann man beim Absenken noch ein kleines bisschen Draht beigeben. Als wichtiger Bestandteil beim Schweißen von Edelstahl bzw. von WIG-Edelstahl ist natürlich das passende Schweißgas. Dazu kann man wie in den meisten Fällen immer das passende Argon nehmen, eigentlich Argon 4.6. Alternativ kann man auch ein Gasgemisch mit 3 oder 5%igem Wasserstoff nutzen. Im Vergleich zu normalen Stahl ist das Fließverhalten, das heißt die Schmelzflüssigkeit bei Edelstahl, etwas zäher. Wenn man dann ein wasserstoffhaltiges Gas verwendet, wird es etwas flüssiger und man kann leichter und etwas schöner schweißen. Ein weiterer positiver Effekt sind die Anlauffarben. Die sind beim Schweißen mit wasserstoffhaltigen Gasen in den meisten Fällen etwas geringer. Wichtig beim Schweißen von Edelstählen, beim Schweißen von verschiedenen Positionen bzw. Nahtarten, wie zum Beispiel dem Stumpfstoß von Blechen oder dem Schweißen von Stumpfstoßen von Rohren, ist darauf zu achten, dass die Rückseite bzw. die Innenseite formiert wird. Das heißt, dass die Naht auf der Rückseite, wo sie durchbrennt, immer von der Umgebungsluft geschützt ist. Um euch den Verzug im Vergleich zum Stahl zu zeigen, habe ich mir hier zwei 2 mm Bleche besorgt, einmal aus Edelstahl und einmal aus normalem Stahl, habe mir Markierungen gemacht in der gleichen Länge und lasse diese jetzt mit ca. 70 Ampere verlaufen. Machen wir es mal, gell? Ich glaube, man kann ganz gut erkennen, dass die linke Seite, das Edelstahl, rechts das Stahl, der Verzug ganz anders ist. Das heißt, von der Seite sieht man schon, das Stahlblech ist etwas flacher als das Edelstahlblech. Und auch wenn man nur sieht, hier das Kippen ist deutlich geringer. Ich drehe es mal nach vorne, um den Verzug im Vergleich vom Stahl zum Edelstahl zu erkennen. Was man auch ganz gut erkennen kann, sind die Anlauffarben bzw. die Wärmeausdehnung. Daran erkennt man, wie ich schon gesagt hatte, dass Edelstahl im Vergleich zum Stahl oder Aluminium ein schlechter Wärmeleiter ist. Deswegen sieht man, dass die Anlauffarbe bzw. die Wärmeeinflusszone beim Edelstahl etwas geringer ist als beim Stahl. Als nächstes zeige ich euch das Schweißen von einer Edelstahl-Kehlnaht an einem 5 mm Blech mit der Vorspannung, das heißt mit etwas Überspannung auf der einen Seite und dem Vorheften, damit im besten Fall nachher das Blech nach dem Schweißen 90 Grad versetzt zum unteren Blech steht. Als allererstes setze ich hier vorne an der Kante einen kleinen Heftpunkt ohne Draht, damit ich das obere Blech an dem unteren schon mal fixieren kann und dann meine kleine Vorspannung, wenn es meinen Winkel, schon andrücken kann. Wichtig beim Schweißen von Edelstahl ist, dass ich die Gasnachströmzeit dementsprechend auch die ganze Zeit laufen lasse und nicht direkt weggehe, sonst wird die Oberfläche dunkel. Dann gehe ich hin und tue das Blech, man sieht schon, dass es sich leicht schräg gestellt hat, ein bisschen vorspannen,
damit es nach dem Schweißen im besten Fall etwas gerade ist. Dazu zählt ein bisschen Erfahrung. Als nächstes setze ich ein paar weitere Heftpunkte, damit die Stelle, wo ich verlaufen lassen habe, nicht anfängt zu reißen, wenn ich auf der Gegenseite schweiße. Beim Schweißen von Edelstahl sollte man die Heftpunkte immer etwas länger machen und, wie gerade eben schon gesagt, schön die Endabsenkzeit durchlaufen lassen, damit keine Risse entstehen und die Heftstellen nicht schon reißen, bevor man überhaupt anfängt zu schweißen. Nachdem ich das Bauteil bzw. die Kehlnaht hier gerade geheftet habe, sieht man auf der Rückseite ein paar Anlauffarben von den Heftstellen. Diese würde ich persönlich immer entfernen, weil das Fließverhalten und das Anbindungsverhalten an die Flanken deutlich schlechter ist an diesen Stellen als an der Stelle, wo keine Anlauffarben sind. Somit ist das Blech vorbereitet zum Schweißen. Wie ihr das schweißt, ob ihr stechend schweißt oder pendeln, bleibt euch überlassen. Ich zeige euch im ersten Teil eine ganz normale Stichschraube, also einfach gerade schweißen, und im zweiten Teil der Schweißnaht eine Pendeltechnik. Wie zuvor eingestellt, fange ich an mit 15% Startstrom, einer Downslope-Zeit am Ende von 2 Sekunden und einem Endstrom von 20%. Mein Schweißstrom beträgt 150 Ampere. Beim Wickschweißen schweiße ich persönlich immer mit 4-Takt. Aus folgendem Grund, und zwar durch gedrückt halten des Brennertasters am Anfang kann ich meine passende Stelle noch finden, falls ich verrutscht bin. Und durch Halten des Brennertasters am Ende kann ich den Endstrom und die Zeit darüber beeinflussen, wie ich es gerade brauche. Weil dann sieht man, wie sich das Schmelzbad aufgrund der Leistung schöner zusammenzieht. Und sobald das minimale Schweißbad erreicht ist, kann ich dann den Brenner ausmachen. Wie man sieht, habe ich am Ende so lange gewartet, bis das Schmelzbad die kleinstmögliche Größe hat bei der Leistung und dann gesehen, dass sich keine Lunker mehr am Ende bilden. Im Vergleich beim Pendeln zu der normalen Stichschraube sieht man natürlich halt, dass bei der Pendeltechnik die Naht etwas breiter wird. Das hat natürlich halt den Vorteil, besonders bei dickeren Blechen, damit ich das gewisse A-Maß erreiche, muss man halt leider irgendwann anfangen zu pendeln oder man legt mehrere Lagen übereinander. Wie man sieht, habe ich ja auf der rechten Seite geheftet und auf der linken Seite durchgehend geschweißt. Dadurch ist der Wärmeeintrag auf der linken Seite natürlich größer. Und deswegen durch das Anstellen und das längere Schweißen auf der linken Seite ist das Blech ein Stück nach links gekommen und somit habe ich ca. den 90-Grad-Winkel erreicht. Das waren unsere Tipps zum Schweißen von Edelstahl. Ich hoffe, ihr könnt sie bei euch in der Praxis anwenden und sie haben euch geholfen. Habt ihr noch weitere Fragen zum Schweißen von Edelstahl, könnt ihr gerne einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen.